Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu NHL 21, zu der Ice Hockey League mit den Innsbrucker Haien. Ja, ich hoffe, ihr seid gut, ihr seid alle gut drauf und ich habe bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einem Heimsieg am letzten Spieltag gegen den KAC versuchen wir heute gegen die Wiener Capitals zu Hause auch einen Sieg davonzutragen. Mal schauen mal, ob wir es schaffen, gell? Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, da wo wir verlieren. Das ist ganz normal, gell? Sollte es ist heute so leichte Summen im Hintergrund hören, das ist dem geschuldet, dass bei mir die Heizung noch nicht läuft und ich mich mit einem kleinen Ofen, da wo wieder Strom betrieben wird, aushelfen muss, weil ich nehme heute um 5 in der Früh auf, da läuft die Heizung noch nicht so auf vollen Touren. So, dann Tirol gegen Wien. Da ging schon bei Wien das Bulli zu Hause. Schauen wir mal. Ich bin ja einer, der was aber auch auf die Trikots schaut, gell, von den anderen Teams. Und so wie es jetzt ausschaut, machen die Wiener kein Tor. Also nur falls, dass ich mal eine Meldung über die Trikots von den anderen Teams ablasse, oder drüber reden würde. Gott, das sind Chaoskinds. Ich habe jetzt gerade den Topstalker der Wiener gesehen. In dieser Saison schaut es sich so, wenn es lässige Trikots hätten. Einmal die Wiener wieder. Hohoho, vollen Körpereinsatz von Wien, da die sagen. Innsbruck müssen, also wie nie der Designer war von Innsbruck, ich dachte mir da ein bisschen was mit den mein Schwarz-Rot ist jetzt nicht schlecht, gell, aber ich dachte mir da ein bisschen was lässigeres einfallen lassen. Oh, Wien schießt das erste Tor. Wien schießt das erste Tor gegen Tirol. Aber von denen lasse ich mich nicht beeindrucken. Für den lasse ich mich garantiert nicht beeindrucken. Auf geht's, Innsbruck kämpfen und siegen. Line change, hurry! 1 minute left.
in the first period. Hätte ja sein können, dass wir es schaffen, ein Gegentor zu erzielen. Ein gutes erstes Drittel gegen die Wiener Capitals. Im Endeffekt will jede Mannschaft hier in dieser Liga Meister werden. Und zwar der, wo es am meisten Herz hat. Oh, Wien spielt gut. Wien, muss ich sagen. Das werden heiße Begegnungen werden, schätze ich mal. Scott, konzentrier dich. Der Link hat 1-0 hinten. Das darf doch nicht so wahr sein, dass man das nicht aufdrückt. Alles klar. Jetzt auch nicht. Hier mal denkt so, zwischen eine. Geht schon der hier Innsbruck, Kim schon auf geht's, kämpfen. Kämpfen bis zum Ende. Da hätten wir jetzt halt vor dem Tor stehen müssen. Dann war es. So, da. Den Drittel haben wir es zwar nicht geschafft, aber im nächsten Drittel schaffen wir es, meine lieben Sportsfreunde, dass wir das ausgleichen. Ich hoffe es halt zumindest. Einstellen. Wieso?
Ah, okay. Vom Max. Der Max hat sich ein bisschen buckt und dann ist der Wiener ein bisschen zurückgefallen. So sehe ich das. Jetzt war es gut. In der Unterzahl ein Tor schießen. In der Unterzahl ein Tor schießen. Das war es natürlich jetzt. Jeden Fehlpass machen, Tore schießen. Das geht natürlich nicht. Da laufen wir einmal vom oberen Spielrand durch. So. Auf geht's, Innsbruck. Gut gemacht, Jungs, gut gemacht. Jetzt Bär. Funktioniert nicht. Jawohl, da ist der Ausgleich vor unserer Nummer 72. Und Daniel Wachter. Sieg oder Overtime? Was sind den Drittel? So, und jetzt die letzten 7 Minuten konzentriert bleiben in dem Spaßfalle. Dann da reißen wir wahrscheinlich das Ruder nur einmal um.
Versucht haben wir es einmal. Versucht haben wir es. So, jetzt hat. Auch nicht. Das war fast knapp an der blauen Linie gewesen. Aber es wird in die Overtime gehen, meine lieben Sportsfreunde. Es wird jetzt in die Overtime gehen. Wir haben das erste Overtime-Spiel in dieser Season. Aber sie haben den Effekt nicht mehr hin, dass sie das Eis repariert haben. Oder da ist das gerade. Und somit gewinnt Innsbruck mit der Nummer 84 2-1 gegen Wien zu Hause. Ich schaue gerade auf meinen schlauen Zettel, die Nummer 84, falls das sich schnell findet. Bei den Namen, das spreche ich jetzt nicht aus. Pah, da ist eh der zweite. Snooker rund, oder? Es tut mir leid, wenn ich den jetzt nicht richtig ausspreche. Aber wir haben drei Stars. Wir haben zwei Tore, aber keine Assist. Okay. Na, schauen wir mal, ob wir alle nur Erster sind in der Tabelle oder nicht. Das nächste Spiel ist gegen Villach. Dann werden wir mal das Fürche simulieren für den 4. Oktober. Innsbruck bleibt an erster Stelle mit 14 Punkten. Dahinter sind die Wiener Capitals mit 13 Punkten, gefolgt von den Bozner Füchsen mit 12 Punkten auf der 3. Ich glaube nämlich, dass jetzt, so wie es jetzt momentan ausschaut, die ersten drei Plätze, da wird es ziemlich interessant werden in den nächsten Spiele, meine lieben Sportsfreunde. Dann auf der 10 der AV 19, gefolgt von den Bulldogs auf der 9, von da wird sie auch was da bei 4 und 5, schätze mal. Dann geht es weiter auf der 6 mit Bratislava, 7 Salzburg, 6 der KAC, da wird sie auch noch was da, von 6 bis 8 in den nächsten Spieltagen. Das ist alles gerade ein Punkt zu Unterschied.
Dann auf der 9 sind die Grazer, auf der 10 sind die Blackwings 92, 1992, Entschuldigung. Und dann auf dem 11. Platz ist der VSV, die Villacher. Da wird sich jetzt auch noch was da. Ich schätze mal, zwischen 9 bis 11 wird sich noch was da. Alles so schön aufteilt im Moment noch. Nur, das ist alles noch ein bisschen möglich, dass sie da nach oben was verschiebt. Falls das die anderen. Jetzt hat man die Stimme oder was? Falls das die anderen nicht so viel gewinnen. Aber wir haben ein Auswärtsspiel das nächste Mal gegen einen VSV. Und dann werden wir den Spieltag mit heute beschließen. Wir haben einen Overtime-Sieg. Mal schauen mal, wie es uns gegen die Villacher geht. Ich hoffe, der Spieltag hat Ihnen ein wenig gefallen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar. Natürlich auch, wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocken aktivieren, so dass er nichts mehr Neues von mir versäumt. Und dann wünsche ich Ihnen bis zum nächsten Spieltag noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust. Vergesst meinen Leitspruch nicht, in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen doch, hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin und man kann doch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, dies ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund, bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!